Ja. So, wie ist die Lage? Sehr gut, ist die Lage. Das Wetter hält sich hoffentlich jetzt die nächsten Wochen. Du hast einen Plan gemacht, was wir morgen machen? Hast du eine Idee? Ja, wir werden die Presse. Hallo? Wir werden da hochsteigen, da. Fühlen wir da rechts. Da hoch werden wir steigen. Und von da unten hinten werden wir kommen. Ihr werdet sehen. Das passt, ne? Auf jeden Fall mal einige Touren geplant und einige Touren angedacht. Ja. Oder? Ja. Hast du alles, ne? Ja, passt. Dann noch einen schönen Abend und wir schauen uns später nochmal. Servus. So, der erste Morgen. Die Kinderlein sind noch im Halbschlaf. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Tag 1. Fendt. Eine wunderbare Tour steht uns bevor. Tim, wo geht's heute hin? Zu Urkundholm. Urkundholm, ja, ist es. Über das? Über die Breslauer Hütte. Breslauer Hütte. Jetzt bist du fit? Ja. Okay. Wie lange ist geplant heute? Knapp 7 Stunden. 7, 8 Stunden. 7 bis 8 Stunden. Ach, und von hier kommen wir. Und da geht's auf. Wie lange schätzt ihr dauert, bis wir da oben sind? Also 3 bis 4 Stunden auf jeden Fall. Also bis zur Zwischenstation. Ab zur Breslauer Hütte. Ja, die ersten Meter haben wir hinter uns. Ich würde mal sagen, wie viel? Was meinst du, Tim? Wie viel? Ja, so 1 Kilometer Strecke hoch, aber sind es 100 Meter. 100 Meter, uns geht's aber gut. Gibt's mal gar nichts. Da kann man gar nicht motzen. Das passt alles. Und weiter geht's. So viel Schnee liegt und so wenig Nährstoffe für die Bäume da sind. Das zieht sich hier auch durch. Verstanden, Nils? Ja. Cool, dann weiter geht's. Mit Freude voran! Auf 2287, der erste Muku. War der erste Tag. Man merkt sofort von 100 auf 1900 Höhenmeter die Schnauferei ist ganz wesentlich. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Oder was meinst du? Belohnt mit herrlichen Ausblicken.
Und an der Fußstation 6. Wildesmandelbahn. Sesselliftbahn, die erste neue. Oder die letztes Jahr neu gebaut wurde. Breslauer voraus. Das Ding. Breslauer Hütte auf dem 2800 Watt zerquetschte. Immerhin mehr als Zugspitze. Oder? Komm schon. Ein Buschsalat, ein kleiner für den Nils. Das ist doch lieb, ne? Das erste Mal in der Saison. Breslauer Hütte. Der ist Saison. Adieu. Wir starten zum Wilden Mandel 3019. Sektion Breslau. Falsche Richtung. Was? Da müssen wir lang. Das große Ziel vor Augen. Warum ist hier, ist hier polnisch? Die Grenze in Polen. So, brauchen wir mal ein Statement jetzt. Wildes Mandler, musst mal abbrechen. Was ist los, Tim? Was ist los? Ja, Wetter ist optimal. Eigentlich. Was ist passiert? Der Nils hat sich verletzt. An der Hacke. Böse Verletzung. An beiden Hacken sogar. Dadurch war er gedrängt, umzukehren. Ich frage mal den Nils dazu. Frag mal den Nils, was sagst denn du dazu? Was hast du denn für einen Schmerz? Also wenn ich sehr stark bergauf laufe, tut das eigentlich richtig weh, weil ich die Schuhe jetzt gerade zum zweiten Mal anhabe. Bisschen lauter ist nämlich Wind momentan. Ja, dann, also ich hab sie zum zweiten Mal nur an, aber es hat, ich konnte einfach nicht mehr den Berg hochlaufen, weil es erstens zu steil war und zweitens viel zu steinig. Ja gut, das kann natürlich passieren, das ist klar. Das ist völlig klar. Naja gut, auf jeden Fall ist es so, wir versuchen vielleicht das Wilde Mandel nochmal irgendwann zu machen oder so. Schauen wir mal, heute hat es halt leider nicht sollen sein. Trotzdem genießen wir so ein bisschen die Aussicht hier noch in den letzten Zügen. Wann ist der denn schon oben?
und gucken mal, ja, dass wir dieses Ding irgendwann auch mal packen oder knacken, sagen wir mal so. Ach ja, da war übrigens ein Junge gerade, der ist oben runtergerast wie ein Verrückter. Ich tippe mal aufs Dialekt, vom Dialekt her Schweiz. Geht da oben der Weg weg Richtung Hütte? Ja, habe ich gesagt, muss wieder zurück, ganz hoch. Naja, pest er sich um, gibt Gas und weg war er. Also, es gibt auch sportliche Schweizer. Erwischt! Erwischt! Das musste sein! Tatsache, dass meine Kinder abgebrochen haben, müssen wir uns jetzt noch eine Alternative überlegen, dass wir nicht allzu früh daheim sind. Der Sonnenberg-Höhenweg Fendt. Ich glaube, das könnte eine schöne, anständige Geschichte sein. Geht hier geradeaus weiter mit tollem Panorama um Fendt entlang. Und Abmarsch. So, jetzt geht's weiter. Wir gehen zur Tafel. Gucken wir mal, wie das wird. Hast du was? Ja. Wo ist denn die Tafel da? Das hier, der Wind, der kommt von der Nordsee. Ja, wahrscheinlich. Okay, ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bravo! Und ein kleines Päuschen geht immer. Füße einziehen. Hallo. Hallo. Zieh mal hoch. Jetzt zieh die beide mal hoch. Wenn du den Käse nicht machst, schmeißen halt dann ohne. Ich versuche gerade extra mit. Nee, bleib bitte unten sitzen. Das ist. Es wird. Da sind wir froh. Also jetzt mal unter uns. Dieser Sonnenpanoramaweg oder wie er immer heißt, hat uns ganz schön weggetrieben. Ich schätze mal, dass wir jetzt so 4 bis 5 Kilometer von Fendt weg sind. Eigentlich an der ganz immer schön mit Leute reinreden. Müssen natürlich jetzt sind in der Spitzkehre wieder zurück. Das heißt, die Ötz parallel hoch. Und wir sind aber noch oberhalb Fendt, das heißt also, dieses Höhenprofil geht nach unten. Alles in allem trotzdem sehr, sehr schöne Tour. Da kommt sogar ein Fahrradfahrer, ein Biker.
der vom Gletscher, vom Tiefenbachgletscher runterfährt. Unfassbar manchmal, aber es gibt so Leute, ne? Eieiei. Ein Biker. Und Nils, wie geht's dir? Nein. Geht einigermaßen, ne? Aber die letzten Meter schaffen wir noch, gell? Tim, was bei dir? Alles gut. Läuft, oder? Läuft. Gut, dann bis dann. Cheerio. Das Ziel ist doch so nah. Du hast wieder Kraft nach dem Energieriegel, ha? Mhm. Sehr gut. Jetzt nehmen wir 5 davon mit. Ja, guck mal da oben. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt doch noch ein Wetter. So, nach 8 Stunden 13, die erste Tagesetappe hinter uns gebracht. Fußschmerzen, Knieschmerzen. Aber das wird morgen dann umso einfacher für uns. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mahlzeit. So, der zweite Tag, die Fendt-Tour bzw. Fendt-Adventure. Heute allerdings geht's ins Pitztal. Wir sind im Pitztal, Imst, Hochimst. Wandern heute auf die Untermarkter Alm über das Trischelhaus zur Mutterkopfhütte, Latschenhütte und dann mit dem Alpinkaufster zurück. Bis fit. Seit wann das? Ja, was ist sonst? So weit. Klar. Wandergäste sind auch da. Dann hoffen wir mal auf einen wunderbaren Tag heute. Was macht ihr? Essen und trinken. Das ist gut. Seid ihr bereit? Jo. Jo. Also, und los geht's. Es geht über den Waldsteig nach oben. Normal laufe ich immer in die Fahrstraße. Aber die Jungs wollten mal was anderes erleben. Klingt doch interessant. Yeah.
Nach einer Stunde 8 auf 1439, nach meiner Uhr, die Untermarkte Alm mit Einstieg zum Alpincoaster. Wenn wir noch nicht betätigen werden. Und nach hoch geht's dann weiter Richtung Trischelhaus. Nächste Station, Trischelhütte, Trischelhaus. Und auf Wiedersehen. So, auf 1917 Meter nach 2 Stunden 35 Laufzeit. Willkommen auf dem Trischelhaus. Früher bewirtschaftet vom Otto, jetzt privat für Locations anzumieten. Und die Jungs haben sich tapfer geschlagen. Wie seid ihr drauf? Gut. Also der Eigentümer war gestorben, der Otto. Viele schöne Jahre hier verbracht. Und da hätte ein Nachpächter viele Auflagen der Stadt Imst erfüllen müssen, Brandschutz etc., Sicherungsbestimmungen. Und da hat sich keiner gefunden, weil es wäre ein Komplettumbau gleich gekommen für einen gastronomischen Betrieb. Und hier war es Scheißhäuserl früher, glaube ich. Ich glaube schon, da ging es runter. Und jetzt hat es anscheinend, oder es ist so, ein Eigentümer zu einer Privatlocation umgemünzt. Das kann man hier anmieten, kann da Seminare oder sowas abhalten. Euch geht's gut? Mhm. Gut. Dann können wir weiter auf die Mutterkopf. Nächste Station. Ach so, ja, okay. So, oberhalb vom Trischelhaus, vor dem Adlersteig oder Adlerhaussteig, ziehen wir uns jetzt was an, weil es wird langsam frisch. 2000 Meter. Auf ca. 2000, richtig. Immer noch kann man den Chigan schön erkennen. Aber hier alles im Vergleich zu den Jahren früher gesichert. Und eine Aussichtsplattform, da gehen wir bestimmt mal drauf. Und wie fühlt es sich an? Der Skywalk. Komm mal darüber, das ist unser Ziel.
weil ich finde, das ist jetzt nicht so hoch. Was? Die gute Kopfhütte siehst du auch. Ja. Alle fit? Alle fit. Alle okay. Fit. Gut. Ah, nach 3 Stunden, 27 Minuten auf nach meiner Uhr 1916 Metern die Muttekopfhütte. Immer noch bei bestem Wetter. Die Herrschaften laben. Guten Appetit. Dankeschön. Na gut. Und weiter geht's zur Latschenhütte. Hat sich wohl einer verlaufen. Kaum aus den Augen verloren, gibt er Gas und begibt sich in Gebirgswasser. Was lauert da hinter einem Busch? Die Grenzpatrouille. Guter Gott. Könnte fast mal ein Verkehrserzieherbus sein. Das sagt mir mal einer, das wäre kein schlechtes Arbeitsklima.
Ja, passieren die Latschenhütte. Alles neu angelegt. Die Brücke. Früher war das nur ein Holzstamm. Und jetzt wird es ganz entspannt den Touristen zur Verfügung gestellt. Keine Arbeit mehr. Sicherheit ist alles. Achtung, weil die Abstand halten. Wer erkennt den Fehler? Das Netz. Ah, ein Klettern geht auch. Basti, das hat halt echt zu leicht rein. Keine Ahnung, wir wollen aber nicht mehr Küche angefangen. So, jetzt übernehme ich mal die Kameraführung, ne, ist klar. Weil dann ist es wenigstens gut. Wir haben den glorreichen Abstieg bewältigt und sehnen uns nun nach dem Alpine Coaster. Mal schauen, ob das was wird. Der Nils freut sich auch schon wie ein Schnitzel drauf, ne? Ja, gucken wir mal, ob das was wird. Das war das Ende vom dritten Tag in der Untermark der Alm. Heute waren wir überall im Wald hier unterwegs. Waren auch auf Wiesen, wo man sehr steile Berge hochwandern konnte. Daheim werden, also wir werden jetzt mit der Alpine Coasterbahn jetzt wieder nach unten zu unserer Oma und Opa fahren. Und zwar unten warten sie schon sehr lange auf uns. Wir haben hoffentlich noch viel Spaß in der Alpine Coasterbahn. Und ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Vielleicht bis morgen. Tschüss! So. Servus. Servus. Vorne Gas, Trittbremsen, Abschwung. Okay, ich versuch's.
so langsam hier. Ja, mach ich. Fahr mal schneller! Du musst nach vorne drücken! Auf jetzt! Fahr ab!
So, nun der dritte Wandertag, der vierte Urlaubstag. Gestern war Pause. Heute wandern wir von Rolf den Rofenhöfen auf die schöne Aussicht. Hier steht 5,5 Stunden. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Alle fit, alle top dabei. Auto ist geparkt. Hoffen wir mal, dass wir einen schönen Tag heute genießen werden. Jungs, seid ihr fit? Auf geht's! Leider verlässt uns unser jüngster Teilnehmer. Die Wade macht Probleme. Wir sind immer noch am Anfang der Tour und er schafft es selbstständig zurückzulaufen. Ich guck jetzt nur mal, weil dieses eine Uhr ist der einzige steile Abschnitt, also dass er hier rüberkommt. Da unten sind ja noch schon die Rofenhöfe. Schade, aber morgen sieht es besser aus. Also eindeutig Moped-Reifen auf einem Trail, wo du wahnsinnig sein musst, den mit einem Fahrzeug zu fahren. Und beachte den Abgang. Erste Schneespalte auf ca. 2100 Meter. Geht was! Na, nach 6 Kilometern machen wir jetzt mal die erste Rast unterhalb des Hochjoch-Hospiz. Laufen wir den Schäferweg oder Schäfersteig und das sieht doch ganz gut aus für eine kleine Pause. So, das Hochjoch-Hospiz haben wir umgangen. Und jetzt kommen wir auf die Brücke, wo wir dann über die Schlucht laufen und auf der anderen Seite Richtung schöne Aussicht. Und ich denke, ganz im Hintergrund, falls man es sehen kann, dürfte das Ganze da oben, wie dürfte das heißen? Brandenburger Haus sein. Das ist auf 3,2, das ist zu hoch. Jetzt geht es erstmal über die Brücke. Thank you.
spätestens jetzt ärgert sich der Nils. So, auf 2850 Metern nach 4 Stunden 26 tatsächlicher Laufzeit inklusive Pause. 12 Kilometer haben wir unser Ziel fast erreicht. Erst einmal einen kurzen schönen Blick auf diesen Glitzersee. Das ist wahrscheinlich eine schöne Aussicht. Oben haben sie ein Skigebiet. Mittlerweile aber schon mit Planen bedeckt. Ich schätze mal, diese Planen, die sollen das Sonnenlicht reflektieren. Dass nicht gleich alles wegschmilzt. Auf jeden Fall sieht schon mau aus, war sicherlich schon früher mehr, viel mehr gelegen. Und hier ums Eck müsste unsere schöne Aussicht sein. Natürlich klassisch Fehlmeldung, Falschmeldung, 700 Meter zu früh. Es war ein Privathaus, aber jetzt sind wir daheim. Das ist die schöne Aussicht. Ja. Vorgeschmack hat man schon. Hör jetzt auf! Italia. Bella Italia. Zusammen? Genau. Aussicht gut, Service schlecht. Ein Spack in Ehren kann niemand verwehren. Stimmt's? Eben drum. Wie ist das Essen? Erzähl mal. Sehr gut. Sehr gut, sehr schmackhaft. Und später dann Pizza? Auf jeden Fall. Essen haben wir schon, aber Getränke sieht es mau aus, ne, auf dem Tisch. Naja. Naja. Und heim zu's. Bergrettung. Jetzt ist auch bekannt, was das war. Nicht die schöne Aussicht, sondern das alte Zollhaus. Wo wahrscheinlich viel Ware dran vorbeigeschmuggelt wurde.
Aber schöne, schöne Gegend. So, die letzten Meter einer anstrengenden Tour, aber einer schönen Tour. Ja, auf jeden Fall. 25,85 Kilometer in 8 Stunden und 19. Ja, was für eine Höhenmeter haben wir heute, weißt du schon? Wir sind noch nicht so viel, 950 hoch, 950 zurück. 950 zurück. Also 1900 Meter ungefähr, Höhenmeter, das langt auch. Die Sonne hat uns stark geküsst, man kann es sehen vielleicht von hinten so ein bisschen. Aber auf 3000 annähernd ist es ganz schön mächtig, das Ganze. Jetzt hat mich der Gimbal verloren, was macht er denn jetzt? Ah ja, da sind wir wieder. Gut. Also, Tag 3 oder Wanderungstag 3 zur schönen Aussicht. Wie hat das Ding geheißen? Bella Vista Italia war ein gelungener Erfolg. Hoffen wir auf morgen schönes Wetter. Tschö. Der letzte Wandertag. Wir begehen heute von Fendt, von unserem Heimat-Pensionswohnort, von der Pension Rheinstadler auf das Wilde Mannle. Das Wilde Mannle ist vielleicht leicht zu erkennen, da oben das Teil, was ein bisschen glänzt, auf 2950 Meter. Ziemlich hoch. Und ziemlich, anspruchsvoll von dem Stieg, vom Anstieg her. Sonst alles klar bei dir? Heute auch? Ja. Heute ja. Tim, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Fangen wir an. Fit? Ja, wir sind jetzt in Fendt, ne? Und jetzt laufen wir im Prinzip die Fahrstraße Richtung Steppernalm. Das ist die erste Zwischenstation. Und dann geht's hoch über die Straße aufs Wilde Mannle von 3019 Meter. Dann gehen wir wieder runter. Bist du motiviert? Auf jeden Fall. Das ist gut. Doch? Ja. Auf geht's.
So, Station 1. Eine kleine Rast-Trinkpause. 1:20. 2350 Metern. Zwischenstation. Ich glaube, Stablein. Da gucken wir mal. Oh, fahren ja sogar welche mit Sessellift. Aha. Okay, gucken wir uns die Karte mal an. Ja, Panorama-Restaurant. Stablein. Tim ist schon voraus, geeilt. Sitzt neben seinesgleichen. Und der Nils muss bald erscheinen. Er ist noch ein bisschen weiter hinten. Blick auf unsere gestrige Tour. Vordergrund zwei Kühe, die haben wir nicht gesehen, aber unten läuft ein Weg entlang. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Jetzt sind wir gelaufen und weiter oben ist dann das Hochjoch-Hospiz. Da ungefähr. Und da sind wir unterhalb vorbeigelaufen, links von dem großen mittleren Berg weg. Und dann noch annähernd 500 Höhenmeter hoch bis zur schönen Aussicht, die dann in dem hinteren Bereich irgendwo ist. Ja. Und ganz oben kann man dann diese 3000er Gletscherwelt, oder wie das Ding heißt, sehen, wo die Plastikfolien den Schnee oder das Eis schützen soll. Oh. Und heute geht's für uns hier weiter. So, nach 2 Stunden fast Laufzeit auf 2560 Höhenmeter Abzweigung, nicht auf die Breslauer Hütte, sondern rechts weg zum wilden Mandler, was irgendwo da oben ist. Und auf weh. Okay, 2:06, 2646 Höhenmeter, die 6er wilde Mandler Station. Letzte Pause vor unserem Ziel, das wilde Mandler. Und da geht's dann auf weh. Geht schon ab hier, ne? Geht schon hoch. Höher als die Breslauer. Gletscherwasser. Ah, und die letzten Meter. Dann haben wir das Mandler. Ja.
Wir haben es geschafft, Leute. Glückwunsch. Um 12.33 Uhr nach 3 Stunden 25 auf 3020 Meter. Was sagt ihr dazu? Gut gelaufen, du Nils? Was sagst du? Das war einfach nur heftig. Ja. Gut, anstrengend. We did it. We did it. Ja. Und geht's denn noch im Pool? Endlich. Kann ich mal den Ben haben? Endlich mal eine 3 vorne dran. Hi. Weißt du, wie hoch wir gerade sind? 3200 Meter. 20. 3200. 20. 3020. So. Ja,